Ja, herzlich willkommen von WOM Adventure. Ja, es geht weiter mit dieser Hilfe, die wir da geleistet haben in Judastomb, da oben, wo die Reisekiste einfach nicht mehr weitergekommen ist, weil sein Fahrzeug nicht mehr manövrierfähig war. Und wir sind da extra hochgereiht, haben zusätzlich die ganze Truppe, die wir kennengelernt haben, an Saudi-Border mobilisiert. Die hatten nämlich auch ein Schweißgerät und so haben wir zusammen mit einem quasi Team das Problem soweit lösen können. Aber seht selber, wie wir da hochgefahren sind und dann wie wir das Problem gelöst haben. Viel Spaß beim Schauen und wir sehen uns wieder. So, ich bin jetzt beim Fahrzeug von der Rappelkiste und der hat echt hier ein echtes Problem und deswegen habe ich ihm diese Spurstange mitgebracht und jetzt müsst ihr euch das mal anschauen. Dieses Teil hier sollte eigentlich Stahl sein, das kann man nicht verbiegen, die bricht vorher, aber sie ist verbogen. Vor 2 Jahren gekauft, original, verstärkt. Also verstärkt sogar und da sieht man, was heute geliefert wird, das ist Wahnsinn. Ja, und damit er hier wegkommt, müssen wir jetzt dieses Provisorium, das ich da hergestellt habe in der Stadt, da reinschweißen. Irgendwo da draußen in der Prärie. Ja, wir stehen hier, nachdem wir gestern bei Judastomb waren, hier in den Red Mountains. Gleich daneben eine traumhafte Landschaft, so eine richtige Erosionslandschaft. Aber wir haben ja auch den Auftrag, der Berliner Rappelkiste zu helfen, die sich da hinten mit einem Spurstangenschaden festgesetzt hat. Da hatten wir in Dammam schon ein Ersatzspurstangenteil anfertigen lassen und jetzt wird dann heute irgendwann angefangen zu schweißen. So, da ganz hinten stehen wir und Maren und Matthias, dann die Rappelkiste noch im desolaten Zustand und dann ein Blick in diese Landschaft hier. Die ist einfach atemberaubend. Was hier Mutter Natur in diesen Red Mountains wieder geschaffen hat, ist einfach atemberaubend. Sieht aus, als ob es da Schnee auf dem Boden hätte. Oder Nebel. So, jetzt gibt es ausnahmsweise mal eine geführte Tour um hoch auf das Plateau mit, was sind wir, 5, 6 Fahrzeugen. Und da unten, da fahren sie, der Tobi, der Michele, der Christian, der Raimundo und der Carlos und Martin und Marietta. Sie alle wollen helfen hier, weil auch ein Schweißgerät an Bord ist. Da kommen sie, die Trucks, ganz vorne René und Felix in Felix Defender, denn der Weg war durch das Wadi von da hinten nur schwer zu finden. Man muss um den gesamten Komplex herumfahren. Ja, und dann jetzt ein bisschen gucken, wie sie denn hier durch dieses Tal fahren.
Da fährt der Michele Italiener mit seiner Freundin Christian und Bianca. Dann Raimundo und Laura und Martin und Marietta auch noch. Tja, wenn man als letztes fährt, dann staubt es da ganz schön. Ja, das ist ja wohl ein richtiges Meeting hier in eigentlich der totalen Einsamkeit. Und das ist jetzt der Hilfstrupp für die Berliner. Tja, man kennt sich zum Teil schon. Die haben sich auch ganz herzlich begrüßt hier mit Marietta und Martin. Haben sich schon mal getroffen. Irgendwie begegnen sich alle, die hier so reisen, überall mal wieder. Platz genug da oben. Und da haben wir die kennengelernt. Gleicher Hügel wie René, er versucht es auch, aber er scheitert genauso. Stellplatz suchen, Stellplatz finden. Also er gibt nicht auf, der Christian, er will hier hoch. Der Steier ist halt kein Geier. Schwung, 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 weiter, 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 weiter. Jawohl, geschafft. Bravo. Easy BC, T5. Riduttore e retro. No. So, mal im Rückwärtsgang versucht. Spanisches Temperament im Steier. Andale, 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 wow! Andale, andale, arriba! Ei, 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 da willst du wissen, aber ist doch kein Schaufelbagger, hä? Das hab ich doch alleine durchgegraben. Wow! Carlo ist der Hero! Super! Obwohl Maggie total Angst hatte. Genau. I'm afraid. Sin el bloqueo. Y ese es un problema. Pero bueno, ya está. Forma parte de la diversión. Ja, so, jetzt hier alle aufgereiht. Haben sie ihren Platz gefunden. Ich nehme mich hier der Autowerkstatt. Wir sollen ja hier die Rappelkiste wieder flott bringen. Das Fahrzeug hier bringt den nötigen Strom für Schweißgerät. Das ist das Fahrzeug von Martin und Marietta aus der Schweiz. Und so sieht das hier gerade aus. Es muss geschweißt werden. Spureinstellung erstmal. Die alte Spurstange wurde natürlich rausgeflext gestern schon. Heute muss geschweißt werden und gemessen. Herzklammer. Masse muss hin. Erst schleifen, damit es Kontakt gibt. Siesta in der Wüste, während dahin gearbeitet wird, haben die Hunde ein entspanntes Leben hier. Also anderes Schweißgerät, mit dem geht's besser. Stimmt's? Das ist mein Arbeitsplatz, voll im Dreck. Re,
Räder abmachen, so fertig schweißen. Es muss nur umfallen, nee, das Ding, und schon haben wir ein Problem. Rüber, ja. Da ist gut. Das ist gut. Nee. Ja, ja, die ist sensationell. Ist gute Schweißnaht, hä? Bist du zufrieden? Sieht gut aus. Ja. Und vor allem ist sie, glaube ich, auch unten durch gut angebracht, oder? Felix, du schaust echt gefährlich aus mit deinem Kamel am Dach. Macht was her, ne? Macht was her, ja? Echt? Schauen wir mal, ob's hält. So, da fährt der Felix dahin, der hat uns ziemlich viel geholfen mit hin und her fahren und benachrichtigen und alles managen. Sportlich! Raimundo checkt mal, was hier los ist. Das wäre doch jetzt so ein Planschbecken, gell? Nach der Arbeit. Wenn diese jetzt gleich wieder verbiegt, dann haben wir Pech gehabt. Dann ist es was anderes. Das ist eine entspannte Runde, unglaublich. Schwierig. Ja, klar. Das Zeug kommt tropft runter, ja, ja, klar. Viel besser. Ja. Wir werden es gleich sehen. Nee, das sieht gut aus. Das ist super. Die haben wir ja festgezogen, ne? Die haben wir festgezogen, genau. Ja. Oder? Schauen wir mal. Ja. Insgesamt drei. So, Reifen wieder drauf. Schweißnaht ist fertig. Ja. Schmeckt's? Nach getaner Arbeit. Was hast du denn jetzt da gemacht da unten? Geschweißt. Damit er wenigstens mal irgendwo hinfahren kann. So, die ersten Meter mit der neuen provisorischen Spurstange. Jawohl. Sie hält. So, jetzt gibt es noch einen kleinen Belastungstest. Schräglage. Uiuiui, da bin ich auch durch. Die Rappelkiste darf wieder fahren und lässt sich lenken. Gleich mal eine Ehrenrunde. Bravo! Geil, super. Da sind mindestens 10 Steine vom Herz gefallen. Ja, fährt Spur, ziemlich geradeaus. Die Spur habe ich eingespeist. Gratuliere. Wie viele Steine sind da jetzt vom Herzen gefallen? Zwei, drei. Da, ganzer Berg voll Steine um uns herum. Super. Ja, das hält total. Also, einfach nicht im Stand drehen, ne? Bravo. Super, Bruder. Und ihr habt Ja, super. Na ja, und ihr könnt jetzt so diese große Runde fahren. Ja. Die fahren wir morgen ja auch. Ja, mit uns. Ja. Dann fahren wir einfach zusammen. Sowas finde ich schon richtig sensationell, ja, oder? Julia, strahlt mal uns an. Kannst du so losfahren, als würden wir zum ersten Mal hinterm Steuer. Ja. Gratulationes! Ja, super. Der Mann mit dem Schweißgerät. With your welding machine. Ja, your welding machine. Your welding machine is better. Ganz gut. Yeah, you. Ja. Pause, Automatiker. Okay. Jetzt Pause. Pause. Ja, gut, er hat gesagt, er kann's und er kann's. Anfangs haben wir gedacht, es wird nichts, gell? Erstmal das eine Schweißgerät war nicht so ganz, aber das zweite war super. Ja. Same like James Bond. Fighting and then. Genau. Und dann im Anzug. Das war heute ein erfolgreicher Tag. Und so endet er mit diesem wunderbaren Sonnenuntergang. Mitten in der Wüste.
Wir fahren jetzt wieder zurück runter durch diese schöne Hochebene, rundherum Berge. Wir sind da mittendrin. Ja, diese Talebene geht doch ein paar Kilometer. Einfach so zwischen den Bergen eine Riesenfläche. Und dann geht es da hoch. So wunderschöne Landschaft. Jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite, auf der Talebene. Aber jetzt gibt es eigentlich keine Hindernisse mehr, nur noch Schönheiten. So tolle Formationen schafft die Natur. So, wir treffen hier auf eine Oase und mitten vorneweg dann in so einen schönen Stein. Auch hinten dran ist noch einer. Also die Landschaft ist hier toll. So, der Weg führt über diese Kuppe da. Vorbei an dieser tollen Landschaft. Hoch hinauf in die Kuppe. Und um da gleich wieder runter zu fahren. Wunderschön, sieht aus wie Schnee. Also die Ecke ist ein Besuch wert. Es ist wirklich wunderschön, was das Wasser vor Urzeiten da alles reingeht. Fräst hat in diese Steine, Sandsteine mehrheitlich. Da hinten oben stehen die anderen, da waren wir ja jetzt 3 Nächte gestanden. Da steht Judas Tom, da steht auch nochmal die Rappelkiste, die treffen wir jetzt. Schauen wir, ob es funktioniert hat, das Fahren hierher. Und? Wird sie. Super war's. Alles super. Alles gut. Alles ja? Super. Ja. Und fährt geradeaus. Ja, ja, die Spur haben wir ja, eingestellt, ja. Eingeschweißt. Nee, ist alles super. Ja. Wunderbar. Super, freut mich. Hat alles geklappt. Wir fahren in den Sonnenuntergang Richtung Riatsch, ist unser nächstes Ziel. Die Eiler schlägt ein, die kriegt heute Zahnsteinentfernung und Narkose. Bist du aufgeregt? Nein. Nicht auch. Ja, wie kam es denn überhaupt dazu, dass dieses Teil einfach krumm geworden ist? Ja, im Gelände, er war tief im Gelände drin, ist runtergefahren und plötzlich ja, hat sich das Teil einfach so verbogen. Vielleicht war die Belastung zu groß. Keine Ahnung, ich habe mir sagen lassen, dass das Teil sich verbiegen lassen muss auch, weil sicherheitshalber, damit nicht eben die Lenkung bricht und dann das Ganze noch schlimmer wird. So hat man mir das gesagt und ich glaube dem, ich wusste das selber auch nicht, aber offenbar ist es so. Ja gut, das war's von mir und ich glaube, es gibt schon bald wieder ein nächstes Video und zwar vom Kim Abdul Aziz Camel Festival. Wir sehen uns schon bald wieder. Bis bald.